Willkommen zurück bei Dragon Age Origins, mein Draniel. Wir haben die Welt ein bisschen weiter erkundet. Wir haben so etwas gefunden, ein Okularium. Da werden irgendwelche Scherben in der Unterwelt gefunden, freigeschaltet. Scherben von der Geisterwelt. Und ja, wir können sie dann zu Hause, sag ich schon, registrieren lassen auch, beziehungsweise erkunden lassen, was das für Tränke sind und so weiter. Allerdings, es gibt nichts zu berichten, Sir. Okay, gut, wenn nichts weiter ist, wir haben uns alle erholt, dann können wir weiterlaufen. Einfach weiter sammeln mit dem Loot. Wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Ist jetzt noch keiner gestorben? Aber jetzt erstmal dahin. Es ist wirklich sehr viel, was jetzt dann hinterherkommt. So viel war bei Dragon Age Origins auch nicht gewesen. So viele Sammelquests und sowas. Im Rium. Schon wieder, natürlich wieder massenhaft Zeug. Embryon. Ein Orchidee, okay. Hatten wir schon. So. Kreaturen. Bogenschützen. Das ist ein Kreatur, okay. Was haben wir hier noch? Der Fennec. Gardisten. Was noch was? Mabari. Okularien. Tutorial, Nagelinquisition. Noch irgendwas jetzt, was ich da ausfummeln muss? Das war's. Okay. Ich muss da in die Richtung irgendwie. Also geht's da weiter. Hinten irgendwo hin, wo es brennt. Muss aber dahin. Können wir hier lang? Sieht gut aus. Die B-Kreuzer. Kreuze sammeln. So. Müsste das ja das Dorf sein. Level ist okay. Inquisitionstruppen. Sie versuchen, die Flüchtlinge zu beschützen. Sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Warte, wir sind keine Abtrünnigen. Ich fürchte, das interessiert Sie nicht, Sucherin. Hallo.
Um. Super, haltet euch bereit, da kommen noch mehr. Kommst du damit klar? Diese scheiß Bogenschützen da hinten nerven. Was willst du? Aua, aua. Nein! Das war ja ein Kinder. Cassie. Oh, ich komme gerade nicht klar mit denen, ey. Und was? Kannst du dich um den Trottel da kümmern? Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle? Die bin ich. Und ihr müsst der Herold Andrastes sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Ihr seid nicht gegen die Magie. Ihr wollt mich sprechen? Mir wurde gesagt, ihr wollt mich sprechen. Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Das ist keine Entschuldigung, das war eine Tragödie.
Was geschehen ist, war schrecklich. Furcht lässt uns verzweifeln, macht uns aber hoffentlich nicht unvernünftig. Geht zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr kein Dämon seid, den sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ich soll sie für mich einnehmen? Ihr wollt, dass ich sie für mich einnehme? Wäre ich der Ansicht, das könnt ihr nicht, würde ich es nicht vorschlagen. Werden sie mir überhaupt zuhören? Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Es wird nicht einfach, seid ihr sicher? Ich danke euch. Es ist gut, dass ihr das macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat. Aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Ah, okay, ich steuere immer auf sie. Ich dachte, ich dachte, ja. Könnten noch diese Scherben holen. Wir schauen mal, was es hier sonst noch so gibt. So. Oh, ich verstehe. Und ein Putz, ein Inquisition. Was ist los, Käthchen? Funkelnder Stab. Feuer plus 3 Magie. Weißt du, was für eine Chiffre es war? Nur Gerüchte. Guten Tag. Der Erbauer stehe euch bei. Wo ist denn da der Händler? Sagt es uns einfach. Und was ist das eine hier? Die Wegkreuzung. Falls wir irgendetwas. Händler müsste da sein, irgendwo. Ich danke euch. Guten Tag.
Zeug, der Händler. Genau so ratlos, Casey. Gut. Vor allem mit diesem Koppel reden. Würde ich schauen, dass ich hier noch ein bisschen aufräume. Erstmal halb voll. Nichts. Ach, Mann. Ah, okay. Sind es wieder welche? Hä? Wo? Das ist noch irgendein Weg hinzu. Aua. Irgendwas? Nö. Die andere? Auch nicht. Okay. Wo soll das denn sein? Eisen. Noch mehr Eisen. Hier irgendwo. Ah. Ach, wo Cassie steht. Okay. 3 von 22. Das ist nicht so spannend, das Zeugs einzusammeln, aber naja. Ja, wo ist es bitte? Da hinten.
stehst im Weg. Womöglich könnte die Inquisition herausfinden, was genau diese Objekte sind. Ja. Naja, ist gut. Könnten jetzt ja noch gucken, wie wir das jetzt erweitern. Es geht ja alles weiter darunter. Das ist eine Elfenwurzel. Mal weg. Skizze von keinem im Kopf, okay. Ja? Die kleinen Idioten. Super. Okay. Schon wieder. Cool. Achso, das heißt, ich müsste hier außen rum und dann dahin laufen. Nee. Nee. Nee, du. Ich habe jetzt keine Lust, jetzt da außen rum erstmal hinzulatschen. Wir müssen das Lager ja irgendwie erreichen. Heißt jetzt außenrum dann irgendwie dahin oder so. Naja, das kriegen wir schon hin. Dann machen wir dann da eine Pause, wenn wir das geschafft haben. Und sie? Hast du was? Nee. Sie greifen uns an! Angriff! Jesse, für dich.
bist toll. Ich bin fast tot. Ja. Ich glaube nicht, dass das einfache Banditen sind. Ihre Rüstungen und Fähigkeiten deuten darauf hin, dass da mehr dahinter steckt. Okay. Da. Dann müssen wir da oben hin. Ach, wieder ein Riss. Heißt hier nach Osten zu gehen. Ja, genau. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Gerne?
irgendwie. Oh ja. Haben wir jetzt alles? Schade, kein Loot. Egal, laufen wir jetzt weiter. Muss ja in der Nähe das Lager sein. Hier könnten wir unser Lager aufschlagen. Schauen, dass wir jetzt hier den Riss schließen. Gucken wir mal weiter. Was ist hier noch? Oh, hier sind noch Risse. Die Karte ist ja riesig. Nehmen, was brauche ich noch? Kristallsegen und Obsidian. Okay. 5 Obsidian, wo immer man die hierher bekommt. Was ist das da? Entschuldigt bitte, habt ihr vielleicht noch eine andere Späherin der Inquisition gesehen? Eine Elfin namens Ritz? Späherin vermisst? Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Okay. Wir unterhalten uns später. Wir legen uns nicht mit denen an, wir gehen direkt zu dem Reis. Das ist ein Haus. Sommerstein.
Witwe Maurer. Okay. Diese verfluchten Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den Tod. Templer töteten euren Mann? Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die sie aus dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Okay. Leb wohl. Okay, ja. Von so einem Tempel bin ich. Hier. Ich bin vereistet vor. Okay, hilft nichts. Immer noch vereist. Okay. Ihr bist ungeduldig, aha. Was? Adras? Oh Gott, ist ja so viel Kram hier. Ach, das könnten wir eigentlich machen, das war ja da hinten. Hier runter und dann... Es geht ja schnell, dann machen wir das jetzt noch zum Schluss und dann haben wir eine gute Tat getan.
Jesse. Wir wollten da eigentlich hier hinten hin. Nicht dahin. Ah, Cassandra. Templerlager. Okay. Alter Verlobungsringe dänisch. Ha! Wir haben's. Ab nach Hause. Ab zurück. Eine Abkürzung nehmen. Jetzt dann nach Norden, dann geben wir es ab und dann. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, glaube. Dann werden wir dann speichern beim nächsten Mal. Schau ich mal, wo ich dann hingehe. Luchtritz, wo steckst du nur? Wir werden sie noch finden, keine Sorge. Wir sind ja noch hier unten, also machen wir das. Eins nach dem anderen. Da hinten kloppen diese Spieler davor. Bist du denn? Nehmt euch vor den Templern in Acht. Es kümmert sie nicht mehr, wen sie töten. Ist das der Ring eures Mannes? Ich fand diesen Ring bei einem Templer, den ich erschlagen habe. Das ist er. Seid gepriesen. Ihr und die Inquisition habt meinem Mann Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das bringt ihn mir zwar nicht wieder zurück, aber seine Seele kann nun Frieden finden. Genau wie ich auch. So schön. So, lass mir die Frau in Ruhe. Halt, nein. Ich wollte es. Wir gehen dann wieder zurück zum Lager. Nächstes Mal schauen wir, was hier unten ist. Und dann machen wir hier das andere alles. Wir machen erstmal die ganzen Nebenquests. Heißt, erstmal wieder zurück. Obwohl, wir können auch eigentlich schon laufen. Ist ja nicht so weit. Wir wollen den Hügel hier auf. Gell? Genau. Den Hügel da rauf und dann sind wir auch schon wieder daheim. Erstmal hier den da. Aufnehmen! Ja,
sehr viel Loot. Gefällt mir. So viel Loot in dem Spiel. Da können wir daraus immer schöne neue Sachen kaufen. Verflucht, Ritz, wo steckst du nur? Ja, ich hab's hier noch nicht gefunden. Im nächsten Part schauen wir mal, ob wir es finden können. Vorräte aufgestockt. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Nächstes Mal geht's weiter. Wo wir dann. Moment. Was ist denn für eine. Wird immer wieder aufgefüllt, okay. Nächstes Mal geht's dann weiter hier und wir werden dann mal schauen, dass wir hier unten dann ein bisschen weiter die Karten aufdecken und so weiter. Missionen machen und so weiter. So. Gut, dann bis dahin. Tschüss.